Hallo und herzlich willkommen zu Teil 48 von Nine Sols. Noch zwei Folgen bis zur 50. Wir sind in der Grotte der Schriften und sind da gut vorangekommen in der letzten Folge. Haben auch solche Wandmalereien entdeckt. Boah, ich habe gerade einen Fokuspunkt gekriegt, gell? Ich glaube, die setzen wir gleich mal noch ein, wenn wir den jetzt schon gerade gekriegt haben. Fähigkeiten, das hier wollten wir auf jeden Fall machen. Hier haben wir echt fast alles. Also da brauchen wir nicht mehr lang. Da werden wir in ein paar Folgen, werden wir hier tatsächlich voll sein. Krass. Bin ich mal gespannt, was man dann mit den Punkten macht. Das fände ich nämlich ganz geil. Oder finde ich blöd immer, wenn man da nichts mehr damit anfangen kann. Oh shit. Finde ich immer doof, wenn man dann mit den Punkten gar nichts mehr anfangen kann, mit den Erfahrungspunkten. Da gibt man sich so Mühe, dass man die ein bisschen schneller kriegt, setzt da verschiedene Sachen ein und dann hat man gar nichts davon. Das ist doof. Das ist ein bisschen doof. Deswegen hoffe ich mal, dass wir damit was tun können. So, okay, nächstes Gebiet. Was sind wir denn hier? Grotte der Schriften West. Wir waren hier Eingang West, Ost. Ob es wohl noch Nord gibt oder mit oder keine Ahnung oben. Oh, das sieht cool aus. Shit, das sieht richtig cool aus. Ah, hier ist der Aufzug, gell? Okay. Ja, da gab es auf jeden Fall nochmal einen Ort höher. Ein Gegner, ja. Eigentlich will ich nirgends hinfahren, aber ich will ihn halt aktivieren. Boah, wie langsam der da runterfährt. Kann ich auf den Aufzug springen? Nee, schade. Sonst hätte ich, wäre ich da rüber gekommen. Und jetzt fährt er. Ja, okay, ist einfach nur ein Hoch- und Runterfahraufzug. Bringt mir nicht so viel. Ach, guck mal, da rechts ist ein kleines Geheimnis. Da ist ein kleines Geheimnis. Hat es das angezeigt? Nee, tatsächlich nicht. Was passiert? Falle ich da eigentlich runter? Keine Ahnung, egal. Aber das gucken wir uns auf jeden Fall an. Geht's hier oben raus? Okay, das funktioniert nicht. Das ist echt way to go durchzudodgen, oder? Ah, guck mal, da wäre es gar nicht weitergegangen. Das heißt, wir müssen da runter. Beziehungsweise wir müssen nicht. Es gäbe ja oben auch noch einen Weg. Scheiße. Ach Mann. Gerade noch erwischt. Ich meine, wir können den Weg oben noch gehen. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber es. Weil hier unten gibt es auch noch was. Viele Wege. Okay. Ah, geil. Guck mal, das sind die Weißen, die wir in der letzten Folge schon befreit haben. Es sind drei Stück und einer fehlt noch. Der rote fehlt noch. Wusste ich doch, dass das irgendwas öffnet. Da gibt es bestimmt geiles Zeug hier hinter dieser Tür. Bestimmt. Die Frage ist, wo ist Nummer 3? Sollte eigentlich auch nicht zu weit weg sein, oder? Ich glaube, ich heile mal. Jetzt haben wir ja so viel mehr Heilzeug. Nein! Bringt mehr. Okay, krass. Kommen wir jetzt hin? Irgendwo nach links? Interessant. Das Heilen bringt mehr. Wir haben eine Fiole mehr. Ziemlich cool. Okay, wir aktivieren den mal. Gucken mal, wo es hingeht. Ich denke mal, da müsste es irgendwo in den Himmelsturm gehen. Aber wir haben ja gesagt, wir bleiben erstmal im rechten Bereich auf jeden Fall. Nur mal gucken, wo man rauskommt. Empyreanischer Bezirk. Genau das hieß es. Da müssen wir hin. Himmelsturm und da geht es dann irgendwie in den imperianischen Bezirk.
wo es noch eine weitere Soul gibt. Aber erstmal in dieser Grotte. Erstmal in dieser Grotte weitermachen. So, hier unten gab es keinen. Ist das nochmal so ein Durchgang? Wie kommen wir denn da runter? Es gab hier ansonsten keinen Weg mehr, oder? Wir müssen jetzt wieder den anderen nach oben gehen. Tja, letzte Folge gab es noch so viele Wege. Jetzt gibt es keinen mehr. Wenige zumindest nur noch. Ah, das reicht drüber, oder? Eins, zwei, Dash. Schon geil, wie mobil man da einfach ist. Wie weit man, welche Abgründe man überspringen kann. Komm ich da hoch? Ich kann mir vorstellen, dass ich da hochkomme, oder? Achso, naja, nee, reicht glaube ich nicht ganz. 100 Dash, hochspringen. Boah, was kommt denn jetzt? Wow, das ist frech. Krass, dass es mir nicht einfach killt. Ich dachte, der Schuss macht so viel aus. Standard-Komponente. Hä, aber jetzt komme ich hier nicht weiter. Das finde ich ja komisch. Interessant. Interessant. Das heißt, wir müssen doch den anderen Weg gehen, wie es aussieht. Doch den Weg oben rum. Oder ich versuche das mal hier. Ich meine, Schaden kann es ja nicht. Ja, okay. Hier oben gibt es noch einen Weg, aber... Ich denke, wir kommen da irgendwie von oben hin, bestimmt. Also hier zurück und dann hier oben lang. Ups, was ist jetzt passiert? Nein, jetzt ist wieder tatsächlich abgestürzt, glaube ich, Spiel. Jetzt, oh nee, doch, es ist abgestürzt. So, da bin ich wieder. Ich habe tatsächlich aus Versehen jetzt auch das Video beendet gehabt. Aber kein Problem, wir sind schon wieder drin und guck mal, das hat alles gespeichert irgendwie glücklicherweise. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich gar nichts neu machen. Wir sind jetzt, also ich habe gedacht, okay, wir sind sowieso zurück beim bei der Wurzel. Das heißt, wir können einfach hier weitergehen, weil da gab es ja nichts mehr. Also, gab es ja keinen Stock, kamen wir halt einfach nicht weiter. Da gab es keinen Weg. Wow. Das war großartig gerade. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier oben rum. Wir müssen ja sowieso das dritte von diesen Weißen, den dritten noch freischalten. Und dann, ob ich sie alle kurz gestunt sind. Und dann bin ich mal gespannt, was es da für ein Geheimnis gibt. Und ob das so ein Hauptquest, Hauptquest-Ding ist oder eher so ein Nebenquest-Ding. So, da oben geht es dann einfach nach links. Also ob es da coole Schätze für uns gibt oder ob wir da tatsächlich weiter müssen. Genau, diesen Weg meine ich. Und da kommen wir jetzt irgendwie von oben. Hä? Hä? Ich bin doch schon in den Bereich rüber. Okay. Das ist das Lier? Stimmt, oder? So wie es sich vor ihm verbeugt. Wie geht es dir, mein Bruder? Der Friedenstag steht bevor. Auch der Ehrentag von Lia steht vor der Tür. Die wenigen von uns, die noch da sind, wollen das Fest wie üblich feiern. Ich habe ein paar unserer Nachbarn besucht und dabei etwas entdeckt. Diejenigen, die mehr Familienmitglieder verloren haben, neigen dazu, reichlichere Opfergaben zu bringen. Zum Glück waren unsere Mahlzeiten immer einfach, sodass ich mir keine großen Sorgen machen muss. Dank des Pfirsichbaums, den Papa gepflanzt hatte, als du geboren wurdest, konnten wir fast jedes Jahr süßen Pfirsichblütenwein herstellen. 4 Gerichte, eine Suppe und eine Flasche guten Wein. Eine Mahlzeit für die ganze Familie. Oh oh, was passiert jetzt? Vergangenheit. Es reicht, wir werden unsere Meinung nicht ändern. Wir kommen nicht mit dir mit und hängen auch nicht. Das sind seine Eltern, hä? Bring sie nie wieder in Gefahr. War das letzte Mal nicht schon schlimm genug? Liebling, warte. Warum können wir keine Gespräche führen, die länger als eine Minute dauern? In deinem Alter solltest du es wirklich besser wissen. Hör auf deiner Mutter gegenüber so stur zu sein.
Meinst du das, wo dieses Experiment von ihm, wo er eigentlich gestorben ist, wo er plötzlich nur noch eine Hälfte war und Was? Hängen ihn eigentlich gerettet hat? Gehst du schon hier? Willst du nicht zum Essen bleiben? Hast du zugehört? Ich habe nicht alles gehört, aber ich habe das Wesentliche verstanden, mehr oder weniger. Okay, da hat er dieses Ding an der Brust schon. Das hängt bestimmt mit dieser Wurzel zusammen, mit dem, was da passiert ist. Ich bezweifle, dass irgendjemand von uns in der Lage sein wird, sein Abendessen ohne weiteren Streit zu genießen. Sei nicht verärgert, heute ist dein Tag zum Feiern. Ich dachte, der Ehrentag von Lia wäre erst nächsten Monat. Nicht das, sie haben dich endlich zum Sol gekürt, nach all den Jahren, die du im Rat verbracht hast. Ist das nicht Grund zum Feiern? Oh, ich bin jetzt schon Sol. Vergiss es, was Mama und Papa angeht, ist das kein Grund zum Feiern. Sie wollen sich meine Pläne nicht einmal anhören. Die ganze Welt sucht verzweifelt nach einem Platz auf der Insel. Welchen Grund gäbe es zu bleiben und auf den Tod zu warten, während sich das Tianhuo-Virus immer weiter ausbreitet? Tianhuo-Virus, okay. Ist ein Virus also. Es gibt eine Gruppe von Taoisten, die glauben, dass wir diese Vereinbarung akzeptieren und auf Penglais Land zurückkehren sollten. Diese Taoisten sind einfach ein Haufen verblendeter Fanatiker. Vielleicht, aber das ist unser Glaube, den wir seit Beginn der Ära des Friedens folgen. Du glaubst, dass die Wissenschaft die Antwort ist, aber für andere ist Untätigkeit die Lösung. Lösung? Die Fangshi-Gilde war ursprünglich eine wissenschaftliche Organisation. Lia war schon lange vor diesem abergläubischen taoistischen Gefasel ein Wissenschaftler. Vergiss es, glaub mir, eines Tages werdet ihr alle verstehen. Mit meinem Plan werde ich nicht nur unser Überleben sichern, sondern auch ein neues Paradies erschaffen. Natürlich, ich habe immer an dich geglaubt, Yi. Aber davon abgesehen, bleibst du wirklich nicht? Erinnerst du dich an den Pfirsichblütenwein, den wir letztes Jahr gemacht haben? Ich habe ein ganzes Jahr gewartet, nur um ihn mit dir probieren zu können. Das machen wir nächstes Mal. Meine Mentorin wartet auf meinen Bericht, also muss ich schnell zurück. Wir befinden uns gerade in einem Wettlauf mit der Zeit. Wirklich? Wann sehen wir uns das nächste Mal? Wahrscheinlich nie mehr. Sehr bald. Dauert nicht lange. Pass gut auf dich auf und hilf mir, Mama und Papa zu überzeugen. Okay, dann werde ich den Wein versiegelt lassen. Wir probieren ihn, wenn du das nächste Mal hier bist. Denk mal, er wird wahrscheinlich nie mehr zurückgekommen sein. Also ein Virus ist es also. Ein Virus, vor dem er versucht wegzukommen. Aber warum sollte das sich nicht ausbreiten? Wenn irgendjemand das Virus dabei hat, bringt es doch nichts, oder? Diese Flaschen Wein sind immer noch versiegelt. Wer weiß, wie viele Jahre schon. Unser Garten ist zu dieser Jahreszeit immer mit Blumenblättern übersät. Wenn wir vier wieder unter dem Pfirsichbaum im Garten zusammensitzen könnten, Wein trinken und über dies und das plaudern. Ich bin mir sicher, dass es nicht zu sehr von deinem Paradies abweicht. Oh krass, ey, voll fies. Ich frage mich, ob Hank tot ist. Also die Eltern bestimmt. Sie wahrscheinlich auch, aber sie hat bestimmt sich verbunden irgendwie mit den Wurzeln. Sie hat uns ja damals gerettet, als wir in Hälften gesprengt waren. Okay, guck mal, hier ist der dritte Weiße. Oh oh, das heißt schnell sein. Ja genau, haut auf mich. Haut einfach auf mich, da kommt kein riesiger... Kranker Felsblock. Oh, geil. Da ist eine neue. Krass, was ist hier los? Warum ist hier keine Verbindung? Eine neue Wurzel, da gehen wir aber gleich hin. Oh, hier ist zu. Interessant. Interessant, dann würde ich sagen, gehen wir doch zu der Wurzel, oder? Und hier ist auch zu. Schon richtig. Ich bin schon echt richtig gespannt, wie sich das noch auflöst. Ich meine, wir kriegen jetzt immer mehr Fetzen. Wir verstehen jetzt auch immer mehr. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Diese Jadesteine, aber ich will eigentlich nichts wechseln. Ich will mich kurz erholen und dann geht's weiter.
könnte halt schon sein, dass Hang irgendwie immer mit diesen Wurzeln verbunden ist. Oh krass, dann muss man nachher bestimmt irgendwie wieder aufmachen. Und dass Hang eigentlich, oder ihr Geist zumindest, noch da ist. Okay. Riecht das, wenn ich da drauf drücke? Das hätte ich vielleicht nicht gleich machen sollen, ja. Oh ja, um 90 Grad. Ich glaube, das braucht... Kann ich es wieder zurückdrehen? Nein! Das war so dumm, das jetzt gleich wieder zu machen. Statt, dass ich es mir einfach kurz angucke. Nein! Ah, krass. Okay, ich kann hier laufen. Das ist gut. Aber trotzdem, ich hätte einfach erstmal so laufen sollen. Keine Chance haben die. Keine Chance mehr. Oh krass, das sieht halt schon auch wie ein krasser, also cooler Raum aus auf jeden Fall. Okay, gehen wir mal da durch, gucken, wo wir rauskommen. Ganz oben. Oder? Hä, da hätte ich aber hoch können am Anfang, oder nicht? Doch, hätte ich. Aber ich bin irgendwie hier weiter klar. Ah. Konnte ich nicht, da war die Kugel. Geil, ey. Doppelt einfach. Boah, wie sexy das bitte war. Was ist denn das für einer? Wassertipp? Spreng dich selber. Stark. Sehr, sehr stark. Wir haben echt wieder ein bisschen Geld zusammengekratzt. Das ist nicht schlecht. Aua. Ich hätte gern den Fisch jetzt mal wieder. Krass, der kommt gar nicht hier rüber. Damit ich sehe, ob wir hier in der Karte schon alles gefunden haben oder noch nicht. Und den dritten weißen hätte ich auch gern. Es wird wahrscheinlich ganz schön schwer, wenn der zweite schon so schwer war. Wenn der zweite schon so schnell war. Okay, hier gibt es wieder einen Geheimgang, aber ich komme... Oh krass, ich komme hier nicht hoch. Komme ich jetzt einfach da raus? Nee. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Ups, das wollte ich nicht. Okay, ich kann es wieder drehen. Aber warum sollte ich? Was bringt mir das? Ah, ich kann jetzt, oder kann ich es jetzt immer hin und her drehen? Das wäre cool. Dass jetzt das untere an ist? Ja, okay. Das heißt, ich kann es immer hin und her drehen. Gucken wir mal, wenn wir hier weitergehen. Es war wahrscheinlich doch schlau, das gleich zu drehen. Ah, guck mal. Jetzt kommen wir zu dem Weg von da, wo es abgestürzt ist. Oh, der hört sogar auf nach einer Zeit. Okay, aber das möchte ich ja nicht eigentlich, oder? Ich möchte ja eigentlich drüben bleiben. Das heißt, ich muss, glaube ich, da runter gehen. Also wieder das Drehen und dann nach unten mich bewegen. Jetzt komme ich ja sogar nicht mal da hoch. Hier komme ich auch nicht runter, hier bin ich vorhin hergekommen. Das heißt, ich muss es wieder nach oben drehen, also so drehen, dass es hochkant steht und dann muss ich da runterlaufen, glaube ich. Wobei, da komme ich hier in der Mitte nicht durch. Das ist auch ein bisschen... Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Genau, da laufe ich jetzt runter. Dann muss ich gegen die Viecher kämpfen. Gegen die Gegner kämpfen. Heil kurz zur Sicherheit. Ich glaube, wir haben ansonsten keinen Stress. Oh, krass, wie ich das einfach kombinieren kann. Kombinieren. Dodgen kann, meine ich. What, krass. Scheiße, ich bin fast tot. Wie der mich irgendwie selber abgebrochen hat, das fand ich gerade interessant. Genau, und jetzt aktiviere ich das und dann kann ich nämlich hier durch.
Und das mache ich aber nicht jetzt, weil jetzt bringt es mir ja nichts. Da komme ich nämlich von der anderen Seite gar nicht weiter, sondern da drehe ich das hier erst. Otter, und dann gehe ich außen rum. Weil hier... Oder bringt mir das hier was? Gibt es hier irgendeinen Weg, den ich gehen kann? Wahrscheinlich auch, gell? Guck mal nochmal. Ja, okay, doch, hier gibt es einen Weg. Gucken wir uns den erst an. Aber den anderen müssen wir auf jeden Fall auch noch gehen. Nicht vergessen, nicht vergessen. Hier war ich nämlich noch nett, oder? Ah, okay, da kommen wir auch so hin, lol. Da muss ich gar nicht drehen. Hm. Das heißt, es ist gut, es so zu lassen. Oder auch nett, gell? Hm. Genau, drehen, oben rum. Und dann unten den Weg rein. Und dann kommen wir zu den anderen Bereichen. Ja, doch, das Spiel wird schon ein bisschen komplexer auf jeden Fall. Muss man ein bisschen mehr denken. Jetzt komme ich hier hoffentlich rüber. Ja, komme ich ohne Probleme. Okay. Warum? Oder soll mir das einfach einen Hinweis geben? Hey, du kommst jetzt gleich zu dem Bereich. Hä? Ach so, stimmt. Macht ja Sinn, klar. Ich bin ja vorhin da rausgekommen. So, mit dir habe ich tatsächlich gerechnet, mit dem anderen nicht. Scheiße, Mann, echt. Zwei sind echt stressig. Okay, ich bin fast tot. Hat es beide gekillt? Cool. Nee, hat es nicht. Boah, zum Glück war ich vorbereitet. Okay. Hacken. Und ah, dann fällt das runter, oder? Geht's hier auf. Zack, fällt runter. Sehr schön. Jetzt gehe ich aber erst hoch, oder? Komme ich überhaupt hoch? Hm. Okay. Halt, wie viele Wege es da einfach gibt. Jetzt bin ich ganz da oben. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich halt so tot fast schon bin. Bin ich doch ein bisschen zu unvorsichtig umgegangen mit dem Ganzen. Okay, hier kann ich runter. Mit unserer ganzen Lebensenergie, gell? Ah, jetzt komme ich hier raus, stimmt. Das wird das. Will ich das überhaupt? Nee, oder? Ich gehe den anderen Weg wieder. Boah, ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Mit diesen verschiedenen Wegen, die ich da jetzt gehen kann. Hier unten war ich nämlich natürlich noch nicht. Das ist nur die Frage. Gehen wir jetzt erstmal hier weiter, bevor wir gegen den Kerl kämpfen. Das könnte halt unser Ende sein. Wo kommen wir denn jetzt raus? Es wird immer komplizierter. Okay. Das ist auch gut. Hier aufzumachen. Hier fehlt uns immer noch der dritte. Der muss doch da irgendwo sein. Heißt, wir müssen doch gegen den Kerl kämpfen. Aber ich glaube, das mache ich einfach mit dem Bogen, ganz ehrlich. Oh oh. Puh, einmal einen Treffer abgeholt. Oh, da würden wir auch noch rauskommen. Oh nein, nicht der Kerl da oben. Oh oh. Nein. Scheiße. Ich meine, das ist immer mega schnell, gell? Aber trotzdem unnötig. Unnötig, unnötig, unnötig. Aber ich würde sagen, wir hören an der Stelle auf und holen unser Zeug morgen wieder zurück. Und dann gehen wir zum dritten Weißen. Und wenn wir den haben, öffnen wir diese Tür. Und dann bin ich mal gespannt, wann wir hier gegen den Action Saul kämpfen. Ich glaube, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein
und tschüss.